Die Europa-League-Reise der Frankfurter Eintracht geht weiter. Achtelfinale erreicht, Schachtjor Donetsk im Rückspiel deutlich mit 4:1 geschlagen. Ich glaube, man kann gar nicht beschreiben, wie gut sich das eigentlich anhört. Und ich glaube, jedem war klar, dass wir ein richtig schweres Los da gezogen haben. Und ich habe, glaube ich, auch von Anfang an gesagt, dass es mit eines der schwierigsten ist, die man hier ziehen kann. Und das dann heute wirklich mit der Art und Weise über die Bühne zu bringen, ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube, wir hatten zwar auch ein bisschen Glück in einer gewissen Phase, aber sich hier so durchzusetzen gegen so eine Mannschaft, einfach ein Riesenkompliment ans Team für diese Leistung. Ein großer Europapokalabend für die Eintracht, besonders für die eigenen Anhänger. Wenn ich sehe, wie die uns da heute 90 Minuten lang angepusht haben, das war der absolute Wahnsinn. Also wie in jedem Gruppenspiel, was wir bisher in der Euroleague hatten, war die Stimmung wirklich fantastisch. Und ja, man hat es einfach gemerkt, wie jeder der Fans einfach versucht hat, irgendwie seinen Teil dazu beizutragen, dass wir heute das Spiel gewinnen. Das beste Europapokalergebnis seit fast einem Vierteljahrhundert. Der Einzug in die Runde der letzten 16 Mannschaften gelang zuletzt 1995 im UEFA Cup. Ich glaube, ganz Europa freut sich darüber, dass die unsere Fans jetzt noch ein weiteres Mal zu Hause und auch international leben dürfen. Also ich glaube, denen tun wir natürlich einen Riesengefallen damit. Ja, für die ist es, glaube ich, einfach der absolute Wahnsinn, wie wir die Spiele angehen und auch, dass die Reise jetzt einfach weitergeht. Und ich weiß gar nicht, wie es jetzt aussieht. Ich habe mal gehört, dass die teilweise schon relativ blind einfach auf gut Glück für die nächsten Runden schon Tickets gekauft haben. Ja, ich glaube, das gibt es in Europa nicht ganz so häufig wie hier. Champions League Absteiger Donetsk ausgeschaltet. Jetzt darf man sich auf das Achtelfinale freuen. Frankfurts Europa League Reise geht weiter.